1345 Zuschauer im Willi-Sachs-Stadion. Der FC Schweinfurt 05 gegen den SV Seligenporten. Eigentlich sollte es eine klare Angelegenheit für die Schnüdel werden. Die Gäste haben bislang noch keinen Punkt in der Regionalliga Bayern geholt und sind dementsprechend auf dem letzten Tabellenplatz. Als klarer Favorit geht Schweinfurt also in die Partie. Klar, dass der Gastgeber das Spiel dominiert und das gleich von Beginn an. Kevin Ferry setzt ein deutliches Zeichen und probiert es in der 16. Minute gleich mal mit einem Distanzschuss. Der SV Seligenporten macht hinten zu, nach 4 Niederlagen und keinem Punkt ist das auch kein Wunder. Dennoch bringt Schweinfurt den Ball immer wieder in den Strafraum. Die Unsicherheit der Gäste ist da, doch die 05er machen auch nichts draus. Auf der anderen Seite hat Julian Schneider nicht viel zu tun. Ben Seligenporten es versucht dann eben aus der Distanz. Marco Christ versucht es, Schneider kann den Ball noch übers Tor lenken. In der 38. Minute muss Lino D'Adamo dann runter vom Platz. Nach einem erneuten Foul, dieses Mal an Kevin Ferry, gibt's Gelb-Rot. Seligenporten also nur noch mit 10 Mann in der Partie. Für Schweinfurt sollte es jetzt eigentlich eine klare Sache werden. Richtig gefährlich wird es kurz vor der Pause nochmal. Andreas Bauer kriegt den Ball vor dem Tor direkt vor die Füße gespielt, schießt aber drüber. Auch Marius Wiltsch probiert es noch einmal, doch da kann Ex-05-Keeper Christopher Pfeiffer klären. In der ersten Hälfte nutzen die Schnüdel ihre Überlegenheit nicht mehr aus. 0:0 geht's in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff hat das lange Warten auf den ersten Treffer dann ein Ende. 47. Minute Adam Jabiri auf Steffen Krautschneider und der verwandelt ganz lässig ins rechte Eck. Darauf haben die Fans gewartet. 1:0 für den FC Schweinfurt 05. So muss es weitergehen. Schweinfurt will nachlegen. Steffen Krautschneider versucht es nach seinem ersten Treffer gleich nochmal, verzieht aber. Seligenporten versucht noch einmal alles rauszuholen und sich mit einem Mann weniger vor das Schweinfurter Tor durchzukämpfen. Schafft es auch, doch am Abschluss scheitert es dann. Das zweite Tor in dieser Partie erwartet man im Willi-Sachs-Stadion auf der anderen Seite. In der 70. Minute ist die Chance da, den zweiten Treffer zu erzielen. Schweinfurt Eckball, Jabiri mit einem Kopfball, der geht an den Pfosten und auch Nikolas Görtler schafft es nicht nachzulegen, weil Pfeiffer im letzten Moment noch abwehren kann. 20 Minuten sind noch zu spielen. Schweinfurt versucht jetzt mit Druck nachzulegen. Jabiri und Görtler wechseln sich bei den Chancen immer wieder ab, doch es trifft einfach keiner. Auch von Seligenporten ist nicht mehr viel zu sehen. Richtiger Nervenkitzel sieht anders aus. 3 Punkte kann Schweinfurt aus der Partie mitnehmen. Das Ergebnis hätte deutlich höher für die 05er ausfallen können und bei der Überlegenheit eigentlich auch müssen. Klar, dass Spieler und Trainer nach dem Schlusspfiff nicht 100%ig zufrieden sind, auch wenn man sich natürlich über die 3 Punkte freut, nachdem das Team von Gerd Klaus gegen Nürnberg und Illertissen leer ausging.